Hallo, ich begrüße dich herzlich direkt zum dritten Part von Amiibo Challenge. Ja, ich bin ein bisschen nervös, weil mein Gamepad hat nicht die Amiibos gelesen. Ich will ein bisschen alles, was ich dachte. Ich hoffe, mein Gato lässt mich dann noch stark. Wir machen heute vier Mann. Mini Bandicay in Afghans Seelen allein sozusagen. Wir gehen an dem Diddy sein Welt. Die echt. Spielen mal den Gesiedel. Aber da was zurückkommen, nämlich die kleinen Wienerschaft aus dem Diddy Kong, traditionell. Die ist alles schön, gemahren von Nintendo, alles gut überlöscht. Weil er bis mir an die Lenke zum Level, wir fahren mal hier schön dadurch. Wir machen noch hier den ersten Trick für die Karte sicher zu gehen. Wir haben dadurch natürlich Mod. Da gehen wir hier auch direkt. Als Kärtchen sichern. Voilà, an der Zeit, wo hin halt rup. Läuft man mal schnell zu, aber man kommt schon ans Ziel. So, der kleine Diddy hier. Er fährt mit seinem Gähnchen runter. Das ist ziemlich alles gut gemacht, weil er hat gesehen, dass der Level ist auch gut aufgeschlossen. Wir haben keine 50 Sekunden gebraucht. Dann ist der Part schon gut angefangen. Besser will ich gerne den großen Donkey Kong, den großen DKP. Geht das bei den Dingen halt so, dass Lewis steigt sich ganz oft, wenn man das echt Level wie easy ist. Ich kann nicht versprechen, dass wir den Charakter gehen. Da fängt ihr beim echt Level an zu kreischen, weil das schlimm ist. Also, das ist wirklich das unberechtbar, das Spiel hier. Heimat den kleinen Wenerscher, der am Anfang eine kleine Einführung gehabt hat, mit dem 402. Und da geht es schon ein bisschen kritisch. Als das Spiel gehypt genau nicht, weil er mir gesehen schon hat, dass es bis mir eine bisschen Bredelzisch-Map. Aber da gehen doch schon ein paar Probleme. Aber hey, wir fremden wieder der Mauer, sitzen so und denkst, nee, wir gehen um hier als Lore. Guck mal, schauen wir auf dich drauf. Ja, da muss man eine Chance, ich mach wieder Tote. Machen wir dann das heute noch. Voilà, wir knüpfen da irgendwie. Hey, pass mal auf, wenn wir schon direkt zu, weil das haben wir dran, aber verlieren wichtig Zeit. Wir gehen auch ab, hey, wenn wir auch dann zu, weil der sieht, da ist ein goldisch Amiibo-Kart. Die muss man kreieren. Und die kreieren wir so. Oder das ist wirklich die Stange da, die da sie sieht. Die muss man nicht alle kreieren. Hey, können wir richtig ausführen. Da ist man schon noch das Level gepackt, ein bisschen knifflig auf durch die Passage Wirbel. Für die goldene Amiibo-Karte zu kreieren, voilà! Und ich kann euch erzählen, da unten, halt beim Ziel, habe ich auch oft genug verbuckt gehabt. Und der erste Kreier zum Holz, du siehst immer immer an der Gill. Und die Gill-Röhre-Gang, voilà, eine kleine Kette schon. Der kocht alles im Klapp, tipptopp. Look an der Level, da habe ich auch geflucht. Weil da ist doch nicht so evident. Amiibo-Karte kreieren. Den dritten Level von der Diddy Kong Fahrt, kann man nennen. Wirklich auf jeden Fall ein Köln steht auch schon gefragt, da kann ich nicht sehen. Look, ich mein Dinger schon in mir hier. Mein Lesegerät für mein Plastik. Das wäre komplett der Chaos gehen. Und dann für ein Ei. Und wen schon. Voilà, wir gehen die Kärtchen direkt mal sich schmecken, dann schmecken wir alles richtig. Da gehen wir auch, was machen wir hier, was machen wir hier? Ja, wir gehen hier rup. Aber für den Anfang mittel rauf. Ein Tierchen drehen. Und zack, mit Kärtchen. Gehen wir hier nach, vielleicht gehen wir den Donkey, den größten Papa Donkey, da immer hin, sozusagen. Und hier. Ziemlich evident, was da geschieht. Wir meinen den Narrenkirm. Da müssen wir schon ausgepackt und voilà, das Schwer ist ausgepackt. Weil du Lucky Punch hier schon leicht ist, behaupt, wie die Golddinger zu kriegen, weil ich mich schon meinen echten Versuch da immer oft genug schwer, du. Gut Job, Didi. Wir packen nicht wirklich mal 5 Minuten schon 3 Fehler und nachher von dir. Wir gehen Parts mit Klang, auch so ein gut für euch. Wir gehen zurück auf Kart. Dann hoffentlich verriert er um Last Level. Aber wir gelebt mit kommen noch Parts, da wird mehr salzig gehen von meiner Seite aus. Heuer ist wirklich auf jeden Fall.
Das ist für zweit respektive schon bald für dritt, wo ich spiele, weil ich ja alles schon vier Reisen gespielt. Heike sind mal los, Scheiger ist als Gegner und dann mal als E3 kann ich mal Scheiger rufen, so sterben wir direkt. Du weißt, was du kannst, Didi. Er klemmt hier ab. Voilà, wir gehen hier ab. Da gehen wir dort Scheiger kriegen und wir gehen da. Und machen dort so, gebe ich so. Dann machst du für mal ein paar Wünsche. Katalogisch gibt es so ein CRL per Excellence. Qualität hier ist besser, als ich nicht schlecht gedreht in Kommentar schreibe. Drauf gesagt, naja, ich denke ganz, könnte das nämlich raus, gell? So, hier haben wir dann einen Trick für das. Dinge zu kriegen für die goldene Karte, das ist auch nicht knifflig und vom Jüse schwesend nach immer, wie das geht. Zack, zack. Der Knopf neu wieder stängt, hier können wir schon im Zaumer abmachen für die nächste Kaja. Wir haben auch schon alles bereit noch 4. Und hier geht es Richtung Ziel, Richtung RIV, wie am Tour de France gehen wir so. Voilà, den Didi, ich gucke denke, ja, das ist nur am First 2 Uhr. Und zack, mir für ein Wünschen. Geht hier wirklich aber gute Perle dreimal. Didi hat sich nicht blamiert, so wie dein großer Kollege gesagt. Und zack, mir nicht. Also aufgeschlossen, alles matt geholt. Ein neuen guter Rekord, aber wir können Didi Welt mit einem guten Gewissen. Hallo, es los. Da kann ich Didi schon mal Zeit stellen, aber machen wir traditionell unseren Eröffnungslevel, ich meine, wir sollen Level 4 sehen auf der Map. Gucken wir mal, wo wir mal geladen haben. Lorenbucht, voilà, die Lore waren es. Da haben wir gepackt, mit Excellence. Bei der Emotion sitzen so wie am Examen, werden wir gleich zurück. Voilà, ihr könnt Level 4 dann. Hallo, könnt ihr Luis zum Ersatz. Also gut, Luis. Weiß, hast du kannst. Und guck mal, wie weit es noch dauert. Der Luis wird noch lang, um zu schwer lassen. Gott sei Dank wird der Level sehen. Wie ich schon gesagt habe, ein Level in der Welt kann eklig sein. Das ist halt der Fall, weil du hast ein Kart, das ist ein Machtgewicht, den man so viel zu kriegen. Mit das für später. Wir können auch gleich den Tutorial-Level also so nun. Wir sehen hier, mit dem ich kriege neue Items, new stuff, also. Gucken wir hier nach alles rumzuholen. Voila, let's go, Luigi. Okay, da können wir schon mal drauf holen, du als Admins und du bist gekocht. Voila, hier gehen wir rauf. Du auch, tipptopp. Voila, du kannst nur einen Trick mehr holen, den wir dich rasch. Wir setzen sie nur hin, auf den Kärtchen sich zu go, Luigi. Und zack, zack, er springt halt wie ob den Olympischen Spieler geht sein Kärtchen und schäbe auf sich schon. So, bis mir Gas, Luis, ist genug der Schei, abgewiesen, besseren Pro. Was verkehrt, mach egal, voilà, Mission accompli für den Luis, respektive Luigi. Die Kärtchen nehmen wir dann noch rum, und die hat schon Kärtchen von Bowser Jr. gesehen. Der hat halt Fähigkeit, oder, dachte Fähigkeit kann nicht nennen. Da hat dann auf die dicke Versache gegangen durch der kleine Wähnchen. Den hier smash immer unfair Wäschkeit und da hat es eine Bombe gibt. Gut sei Dank, dass heute ein netter Fall. Voilà, Bowserlina, it's your turn, I guess. Hallo, reagiert das Gamepad schon nicht, das klebst du, ne? Reagiert die Yoshi? Voilà, die Yoshi reagiert, holy shit. Was ist das dort, freund ich mich aus? Ich meine, die Glocke noch eher. Wir probieren schnell mal Bowser Junior. Voilà, das geht. Okay, ich musste mich sanft machen. Ich weiß nicht, aus sind schon mit. Nobody knows. Das wäre nur ein guter Part. Komm nicht nicht hier, wenn es ein Faktor ist. Gamepad ausgeschöpft, die hat nicht sehr viel Gaming-Kaffee involviert. Voilà, Bowser Junior fängt da unten ganz gemütlich. Danach halt heute eigentlich so. Geht hier rüber. Voilà, du machst den Fehler mit. Voilà, können wir da schon abhacken sozusagen. Dann hört sein Kärtchen gut. Dem wir hier da schon ein bisschen Brain aufkam, da waren wir da drüben schon grad. Wird jetzt schon Box gemacht, ich war überhaupt so. Und zack, wir sind am Ziel. Wir brauchen gar nicht mehr, wir haben schon eine Goldpokale erreicht.
Dir doch gemerkt, die Lord Coins waren anders verdeelt, wenn man böser Junior musst, ob die einen nackt Luigi benutzt. Voila, Kärtchencreme auch. Zurück zur Karte. Oh, Yoshi, mir haben Leute gefallen. Besser gesagt, Nick. Kein Drama, please. Brave Nick. Gamepad geht noch einmal. Munch, ich guck, was du hast, oder hast du halt zu viel Amiibo-Challenge gegessen? Ich weiß nicht, lieber mit Yoshi. Mit Nick. Der kann da nichts kehren. Wenn ich mit Yoshi hier geht, so, voilà, let's go. Der geht auch schön brav sein. Sache collecten. Die man kann so sich gar nicht. Nick muss man halt schaffen. Mampf geht jetzt. Und halt geht drauf. Zack, Mampf. Na, mal sehen dran. 277 Sekunden in der Riverschgard. Die ist 23 Sekunden jemand gepackt. Der Pony, also der nächste Kerl, der größten Held von meinem Bart, von meinem Projekt. Geht nach zurück auf die Karte. Hier hält sich auch der Rekordteil, der Nick. Smash-Rekorder, nicht so wasch gesmasht, Piranha-Pflanzen, voilà, Musik nach. Dreier-Katapult-Land geht freigeschaut, das Tisch, wir geben Nick auf Ehrsicht, denke ich. Ich so noch Merci für gucken, hoffentlich hat es Spaß gemacht, die 10-12 Minuten, die mittlerweile sehen, bis zum nächsten Mal, ciao.